Ich leite einen Familienbetrieb in Ostwestfalen-Lippe. Wir haben Milchkühe, Sauen und Schweinemast und Ackerbau damit bei. Wir bauen Gerste, Tritikale, Weizen an, Raps. Wir haben auch ein bisschen Gemüse, Kartoffeln, Möhren, rote Beete bauen wir an und beschäftigen uns intensiv mit dem Zwischenfruchtanbau. Wir sind einer von 31 Modellbetrieben der Wasserrahmenrichtlinie NRW und dort ist es unsere Aufgabe, Gewässer zu schützen und Nährstoffe zu sichern über Zwischenfrüchte zum Beispiel, Dünger einzusparen und effizienter zu gestalten, Ernten zu sichern. Also die Zwischenfrucht ist bei uns immer gesetzt. Auch die Beschattung ist ein sehr wichtiges Thema. Dadurch können wir verhindern, dass der Boden sich extrem aufheizt und sich die Bodenlebewesen in tiefere Bodenschichten ziehen, dass der Acker aktiv bleibt, sich nicht so stark erhitzt. Also unsere wichtigsten Erkenntnisse an den Zwischenfrüchten ist einfach, dass wir so früh wie möglich die Zwischenfrüchte in der Erde bekommen. Am besten direkt hinterm Drescher, dass wir die Bodenfeuchte noch mitnehmen können und direkt wieder eine Beschattung aufbauen und sie sich gut etablieren kann. Ja, das ist ganz wichtig, dass man eben auch die Zeit ausnutzen kann, damit die Zwischenfrucht auch die Möglichkeit hat, den Boden gut zu durchwurzeln und auch genügend Pflanzenmasse aufzubauen. Des Weiteren ist wichtig für mich, dass wir breite Zwischenfruchtmischungen einsetzen, einfach um eine Risikostreuung zu haben, um halt bei trockener Witterung oder nasser Witterung verschiedene Kulturen besser entwickeln können und auch tief wurzeln können, um Verdichtung aufzubrechen, aber auch Flachwurzler zu haben, um Wasser aufzunehmen und zu sichern und auch eine Beschattung hinzubekommen. Ja, und da ist wichtig, dass man eben für die Fruchtfolge oder für die Folgekultur auch die richtige Komponente ausgewählt hat, damit wir Krankheiten bekämpfen können und somit die besten Voraussetzungen für die Folgekultur dann gewährleistet sind. Das beste Ergebnis bedeutet für mich, möglichst viel Wasser im Boden zu speichern, möglichst viel Humus aufzubauen und auch mit winterharten Zwischenfrüchten die Nährstoffe, die Restnährstoffe aufzunehmen und überzuführen, dass man Mais im Folgejahr auch davon zehren kann. Und das ist genau richtig, dass wir eben auch für die Kultur, die dann folgt, die richtigen Zwischenfrüchte einsetzen, insbesondere beim Mais, die winterharten, weil dann die Nährstoffe eben auch dann gerade zur Verfügung stehen, wann der Mais diese dann auch braucht. Also vom Berufskollegen werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass wenn ich doch eine Zwischenfrucht im Sommer anbaue, von zwischen Getreide zu Getreide, dass ich dann das wenige Wasser, was ich noch im Boden habe, durch die Zwischenfrucht auch noch verbrauche und mir dann die Wintergerste oder der Winterweizen gar nicht mehr angeht. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Das haben wir ganz klar festgestellt. Wenn ich ganz früh eine Zwischenfrucht etablieren kann und mit dem Restwasser aus der abgeernteten Druschfrucht noch nutzen kann, dann behalte ich durch die Zwischenfrucht, durch die Beschattung deutlich mehr Kapillarwasser im Boden und habe dann einen besseren Feldaufgang zu meinem Wintergetreide, das ich im Herbst aussehe. Die Zwischenfrüchte helfen uns da, klimaelastischer zu werden, damit das Wasser dann der Folgekultur auch wieder zur Verfügung steht. Die Zwischenfrüchte beschatten den Boden, es wird weniger Wasser verdunstet und somit steht es dann der Folgekultur dann gut wieder zur Verfügung. Also es rechnet sich einfach für mich, richtig in die Zwischenfrucht zu investieren. Das bedeutet nicht nur eine gute Zwischenfruchtmischung zu kaufen und auch früh genug zu kaufen, damit ich sie auch da habe, wenn der Drescher auf dem Land ist und das Feld abräumt, dann direkt die Möglichkeit haben, die Zwischenfrucht auch auszusehen und das vernünftig auszusehen. Also mit einer vernünftigen Drillmaschine ein gutes Saatbett herzustellen, dass ich einen möglichst hohen Feldaufgang habe, dass ich möglichst schnell flächendeckend die Fläche auch zu habe, weil ein lückiger Bestand bringt mir auch nichts. Und das ist ja im Grunde dann auch mein nächstes Saatbett wieder für den Mais, dass ich eine ebene Fläche habe, auf der ich gut wirtschaften kann. Ja, und dann ist es halt eben wichtig, dass man darauf achtet, dass die einzelnen Sorten, die dort eingesetzt sind, auch für meinen Ackerbau bzw. den Zwischenfruchtanbau abgepasst sind. Es gibt Sorten, die eine frühe Blühneigung haben und es gibt welche, die die späte Blühneigung haben. Und somit kann ich dann eben auswählen, wenn ich früh zur Aussaat komme, dann nehme ich eine Sorte, die spät blüht, komme ich später zur Aussaat, dann kann ich eine Sorte wählen, die dann etwas früher in die Blühneigung kommt. Aber letztendlich ist es wichtig,
dass die Samenbildung bei den Zwischenfrüchten eben nicht stattfindet und uns somit dann keine Probleme entstehen durch Verunkrautung bzw. Wiederaufschlag der ausgesäten Zwischenfrüchte. Ja, gerade das Blühen finde ich auch sehr, sehr wichtig im Grunde. Die Zwischenfrucht ist das Aushängeschild, was wir einfach haben als Betrieb, um nach außen einmal die Öffentlichkeitsarbeit. Es sieht halt schön aus, wenn ein blühendes Feld dort ist und nicht eine Stoppelernte da oder ein Stoppelfeld dort zu sehen ist. Und Insekten sind da auch sehr, sehr dankbar für, wenn wir ein breites Blühspektrum haben, sodass sie immer Nahrung finden und da halt viel los ist auf dem Feld. Also die Möglichkeiten mit Zwischenfrüchten sind unglaublich vielfältig und sehr individuell. Und da muss man halt auch auf seinen Standort einfach gucken, was da möglich ist. Bei uns haben wir gute Erfahrungen mit Biostriptil gemacht. Das bedeutet, dass wir zum Beispiel eine Leguminose im Sommer etablieren zum Mais in Reihe, wo später der Maispflanzer auch steht, also die Maisreihe. Über GPS und RTK können wir die Position genau bestimmen. Zwischen den Reihen kommt eine winterharte Zwischenfrucht, die speichert die Nährstoffe, die Restnährstoffe der Vorkultur und bringt sie über den Winter. Und die Leguminose reichert Stickstoff, Luftstickstoff im Boden an, da wo später meine Maispflanze steht. Und das Besondere an der Leguminose ist, dass sie abfriert und mir einen freien Saathorizont gibt, sodass ich das Gülleband später mit meinem Striptilgerät perfekt in diese Reihe etablieren kann. Das Maiskorn noch oben drauf und dann kann da super wachsen. Gerade auch in roten Gebieten ist es sehr wichtig, um einen vernünftigen Zwischenfruchtbestand zu etablieren. Da hilft uns die Leguminose, dass wir die Zwischenfrucht auch vernünftig ernähren können. Das ist halt ein super günstiger Dünger. Der ist überall um uns herum. Wir müssen ihn nur von der Luft in den Boden kriegen und können ihn dort nutzen. Die Zwischenfrüchte schützen uns gerade bei Wind- und Wassererosion, dass der Boden abgetragen wird. Dadurch, dass oberirdisch Pflanzenmaterial liegen bleibt, bleibt eben auch der Boden dort, wo er eigentlich hingehört. Und auch durch die intensive Durchwurzelung wird der Boden festgehalten. Auch die Regenverdaulichkeit ist durch das Durchwurzeln oder das tiefe Aufschließen des Bodens wesentlich höher, als wenn wir keine Zwischenfrüchte haben. Die Brachen werden uns in Zukunft weiterhin begleiten, insbesondere dort, wo Flächen stillgelegt werden müssen oder wir die Wasserrandstreifen anlegen müssen. Dort ist eine aktive Begrünung sehr wichtig, um eben auch die Unkrautausbreitung von den Feldrändern in die Felder zu unterdrücken. Und das hilft uns dann auch wieder, wenn wir die Flächen wieder in Bewirtschaftung nehmen wollen. Ja, als Modellbetrieb der Wasserrahmenrichtlinie NRW beschäftigen wir uns da schon ein paar Jahre mit, auch ohne Glyphosat winterharte Zwischenfrüchte nutzen zu können. Und da haben wir Wege gefunden mittlerweile, indem wir einfach die Zwischenfrucht scharf abmulchen im Frühjahr und dann ultraflach mehrmals den Bestand abschneiden und somit die Zwischenfrüchte vertrocknen lassen können auf dem Acker und dann auch einen Mais gut etablieren können. Also das funktioniert. Es wird garantiert nicht einfacher, aber es geht. Also für mich macht der intensive Zwischenfruchtbau betriebswirtschaftlich immer Sinn. Wir haben so viele Vorteile einfach durch diese Zwischenfrüchte. Wir haben ein besseres Wassermanagement, wir haben mehr Humusaufbau, wir haben eine Unkrautunterdrückung, wir kriegen die Nährstoffe ins Folgejahr. Das nur um ein paar Vorteile zu nennen und deswegen ist die Zwischenfrucht immer gesetzt bei mir. Ja, und da bin ich ganz bei dir, da stimme ich vollkommen zu. Auch die Erosion spielt ja weiterhin eine große Rolle, die wir mit den Zwischenfrüchten unterdrücken können. Und auch die Zwischenfrucht ist nicht unbedingt eine Zwischendurchfrucht, sondern zu behandeln wie eine Hauptkultur. Und auch wenn wir keine gesetzlichen Auflagen erfüllen müssen, bringt uns die Zwischenfrucht auf jeden Fall deutliche Vorteile.